Hallo, ich grüße dich. Herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast, das sich heute um die Transformation dreht. Also ich spüre das auch sehr deutlich. Ich befinde mich in einer sehr intensiven Transformation. Und das macht sich bei mir folgendermaßen bemerkbar. Ich habe einen anderen Schlaf, viel tiefer als sonst, obwohl ich sonst auch immer gut schlafen konnte. Aber jetzt ist es tiefer. Auch die Träume sind viel klarer und informativer als sonst. Kann auch sein, dass sich jetzt bei dir gerade der Schlaf verändert. Transformation bedeutet auch, dass unsere Feinfühligkeit intensiver wird, die Hellsichtigkeit besser wird, das Hellhören und so weiter. Wobei das aber alles Dinge sind, die ganz natürlich sind, die in jedem Menschen verankert sind. Nur wir haben verlernt, sie zu nutzen. Und jetzt in dieser Transformationszeit, die ja den ganzen Sommer anhält, nur im Augenblick ist es für mich etwas intensiver spürbar, werden wir wieder besser mit diesen Dingen, was absolut natürlich ist, umgehen können, besser nutzen können. So kann es schon auch sein, dass sich deine Hellfühligkeit verändert, dass sie dich wieder etwas fordert. Denn früher konntest du mit deiner Hellfühligkeit kaum umgehen. Also sie hat dich regelrecht überfordert. Zu viele Menschen taten dir nicht gut oder gewisse Räume oder Gebäude taten dir nicht gut, ja, oder sogar Orte oder Plätze. Und das ist jetzt heute schon anders. Und doch kann es sein, dass du gewisse Menschen oder Räume oder Plätze nochmal intensiver wahrnimmst. Du kannst aber durch deine Weiterentwicklung besser damit umgehen. So fühle dann auch wirklich bewusst rein, wenn du da in einem Raum bist, der sich unangenehm anfühlt für dich. Fühl da rein. Ist dieser Raum wirklich unangenehm oder möchte sich dir nur etwas oder jemand zeigen? Trau dich, dich auf das Gefühl einlassen, denn diese Transformation bringt uns weiter im geistigen Sehen, in der Entwicklung und. Und bevor du gleich reagierst, ups, das ist unangenehm, diesen Raum verlasse ich gleich oder mit diesem Menschen will ich nichts zu tun haben, schau hin. Passieren kann dir im Grunde gar nichts, weil du schon eine gewisse Entwicklung durchlaufen bist. Und wenn du dir doch unsicher bist, ja, was glaubst du, wen du denn da um Hilfe bitten kannst, der sofort zur Stelle ist? Deine geistige Begleitung. Die beschützen dich sofort. Und ja, solche Dinge spüre ich auch, dass ich hinschaue, wo etwas intensiver für mich spürbar ist. Bevor mein Kopf gleich reagiert, mein Ego mich beschützen will, wow, Gefahr, bleibe ich stehen und fühle rein und schau nach, was ist denn das wirklich? Also diese Transformation ist sehr interessant. Ich verwende im Augenblick auch öfter meine Mala, die besteht aus Bergkristall und noch einen wunderbaren Heilstein, dessen Namen ich leider vergessen habe. Also die tut mir im Augenblick sehr gut. Ich trage auch den Phönix bei mir. Vielleicht hast du etwas, was dir gut tut, was dich jetzt in dieser Zeit unterstützt. Frag deinen Körper, frag deine geistige Begleitung oder lege Karten, wenn du selber diese Intuition noch nicht hast, dass du von dir erfährst, was dir gerade gut tut. Dann verwende einfach ein Werkzeug, wie eben Karten oder einen anderen Menschen, ein Medium oder Meditation zum Beispiel.
wäre auch hilfreich, dass du zu diesen Antworten kommen kannst. Ja, dann wollte ich noch etwas erwähnen. Was war denn das noch? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ist mir entfallen. Ja, dann ist es auch nicht so wichtig. Was mich aber noch persönlich interessieren würde, was ist dir denn lieber? Die Videos oder die Podcasts? Es hat beides seine Vor- und Nachteile, aber es würde mich interessieren, was gefällt denn dir besser, dass ich mich ein bisschen darauf einstellen kann. Gut, dann mache ich jetzt für dich das Channeling und bin schon gespannt, wie sich dieses Channeling anfühlt. Ja, auch das spüre ich in der Transformation. Die Channelings verändern sich enorm. Mag sein, dass du das so nicht wahrnehmen kannst, aber ich spüre da eine sehr starke Veränderung. Es kommen wieder neue Energien, Informationen. Ich unterhalte mich auch viel, viel mehr mit der geistigen Welt als früher im Alltag. Also ich habe früher schon mit ihnen im Alltag gesprochen, ja, so 2-3 Mal am Tag, aber heute ist das ständig. Und das ist so interessant, was sie mir da mitteilen, was ich natürlich sehr gerne immer dir weitergebe. Aber jetzt genug zu mir. Ich möchte jetzt das Channeling für dich machen. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Okay, Telet, Ankiatait, Ankoroetes, Soatayem. Es berührt diese Energie dein Herz, dass du immer mehr öffnen kannst, weil du dir erlaubst, mehr zu sein, der, der du bist. Von der geistigen Seite her begrüße ich dich und heiße dich herzlichst willkommen. Willkommen in deinem neuen Mut. Mut zu erlangen, dies war ein weiter Weg, den du gegangen bist, mit vielen Ängsten, Krankheiten, Hindernissen du konfrontiert worden bist, um diesen Mut, den du jetzt in dir trägst und entfalten lässt, zu leben. Es ist ein gewisser Rebell in dir zum Vorschein gekommen, der einfach nicht mehr möchte akzeptieren, was die Gesellschaft dir mitteilt, was dir aufs Auge gedrückt wird. Du möchtest selber dein Leben gestalten und tust dieses ab jetzt, hier und heute mehr denn je, weil du jetzt diesen Mut in dir zum Vorschein kommen lässt und auch den Rebell manchmal in dir leben lässt. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du rebellisch bist, Wut empfindest, auch Angst spürst. Mit Angst kannst du anders umgehen, weil du uns, die geistige Welt, vermehrt um Hilfe bittest und scheue nicht, uns oft um Hilfe zu bitten. Und den Mut zu erlangen, kostete eben diese Zeit, die du durchlaufen bist. Und rebellisch sein und wütend sein dient dir. Manchmal können wir, die geistige Welt, sehen, dass da ein schlechtes Gewissen ist, wenn der Rebell oder Wut zum Vorschein kommt. Mit der Zeit wird der Rebell ruhiger und die Wut lässt nach. Doch jetzt in dieser Transformation kann es leicht möglich sein, dass du dieses nochmal intensiv spürst, dieses Gefühl der Veränderung in dir. Und diese eben in Form von Rebellion oder Wut da ist oder auch Angst. Es kann dann die Angst von deinem Körper sein, der Angst hat vor dieser Transformation, der nicht weiß,
wie er mit all diesem umgeht und dir diese Signale sendet. Diese Angst muss nicht unbedingt mit dem Äußeren, mit deinem Leben, mit anderen Menschen oder mit deiner Arbeit zu tun haben. Und dann beruhige deinen Körper, indem du ganz einfach mit ihm sprichst. Er hört dir zu, er beruhigt sich recht rasch. Ihr Menschen lernt einen vollkommen anderen Umgang mit eurem Körper. Und euer Körper lernt ebenso ein vollkommen anderer Umgang mit dir als Mensch. So lass ihm Zeit, deinem Körper. Pflege ihn mit ausreichend Wasser, guter Nahrung, Ruhe, Entspannung, Wohlgefühl. In Form von Sexualität oder Streicheln oder Berührung anderer Menschen oder Sport oder gesellschaftliches Zusammensein mit Menschen, die dich fördern und nicht mit Menschen, die dich fordern. Natürlich ist das im Alltag oft leichter gesagt als getan, doch du wirst merken, wenn es dein Wille ist, es zu erreichen, was wir dir mitteilen, wirst du es erreichen. Nicht heute, nicht morgen, vielleicht übermorgen oder vielleicht hast du schon das eine oder andere erreicht, dann lobe dich. Wenn es die anderen Menschen nicht tun, tu es selbst. Sei Herr über dein Leben, über dich und dein Körper. Dadurch kann wiederum noch mehr Mut zum Vorschein kommen und die Allverbundenheit sich dir immer mehr zeigt und du dich auch öffnen kannst gewissen Menschen gegenüber, die dich früher verletzt haben, die du meidest. Denn du wirst sehen, dass sie nicht grob fahrlässig reagiert haben auf dich. Du wirst ihnen verzeihen können und dadurch dir selbst verzeihen können. Ihr Menschen erlebt in dieser Transformation Treppe für Treppe. Du kannst dir das wie ein Stiegenhaus vorstellen. Du gehst Treppe für Treppe nach oben. Doch jetzt, meine Liebe, doch jetzt, mein Lieber, erklimmst du ein ganzes Stockwerk. Und das kann den menschlichen Körper sehr wohl etwas fordern. Doch keine Bedenken. Du hast sämtliche Werkzeuge, die dir helfen, deinem Körper dienen, deiner geistigen Entwicklung und deiner Seele. Es gibt so viele wunderbare Werkzeuge. Wähle das, was dir am besten gefällt. Ob es Wasser ist, ob es Äpfel sind, Bananen, Birnen, ob es die Gesellschaft ist, ob es eine mediale Beratung ist, ob es Karten sind, ob es ein wunderbares Telefonat ist, ob es die Natur ist, die Bäume, eine Katze, ein Hund. Alles kann dir Energie geben, die du gerade brauchst, wenn du deinem Herzen folgst und das tust, was dir Freude bereitet. Ihr Menschen entdeckt immer mehr, dass Freude ein Naturell eurerseits ist und immer da ist, doch im Augenblick braucht es durch die Hektik und Stress des Alltags noch etwas Pflege. Pflege dich und dein Innerstes und du wirst Erfahrungen machen, die ein Mensch noch nie auf dieser Erde erleben konnte. Was du noch tun kannst und vielleicht etwas schwierig am Anfang erscheint, ist, dass du beginnst, Verschiedenstes zu verlernen. Das, was dein Verstand und dein Ego gelernt hat, lerne es zu verlernen. Und dadurch lernst du mit deinem Herzen und mit deiner medialen Fähigkeit Umgang. Du lernst besser mit dem, was bereits in dir ist, umgehen, entdecken, es stärken. Und wie verlernt der Mensch, indem du das Vertrauen in dir wachsen lässt und dich befreist von gewissen Ängsten, Gedanken, Zweifel, gewisse Gedankenmuster,
Welche Gedanken denkst du ständig? Beobachte diese Gedanken und du entdeckst Gedankenmuster, die du loslassen kannst, indem du sie entdeckst, dass sie da sind. Und du weißt inzwischen, dass du nicht die Gedanken bist oder nicht deine Gefühle bist, sondern viel mehr als das. Wir, die geistige Welt, können dich unterstützen mehr denn je. Denn jetzt habt ihr Menschen eine Schwingung erlangt. Dank Mutter Erde, dank der intensiven Arbeit deiner geistigen Begleitung, die noch nie dagewesen ist auf Erden und die Dunkelmacht hat bei weitem nicht mehr diese Kraft, die sie einst hatte, weil ihr Menschen euch selbst Vertrauen gelernt habt. Es ist eine besondere Zeit und wir freuen uns, mit dir diesen Weg zu gehen in dieses neue Stockwerk in diesem Haus. Wir freuen uns mit dir, diese Entwicklung durchlaufen zu können in diesem ganz besonderen Sommer der Transformation. Alles ist gut, so wie es ist. Hüll dich ein mit grünem und gelbem Licht, auch im Alltag. Und du wirst spüren, dass du dich besser spürst, dass sich vieles beruhigt. Es ist ein gewisser Schutz und doch kein Schutz, einfach dienlich dir. Stell dir vor, du wärst im grünen und gelben Licht eingehüllt und du wirst spüren, was es bei dir wandelt. Danke dir.